Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu dieser Einheit über Luther auf dem Wormser Reichstag im Jahr 1521. Wir nähern uns jetzt einem welthistorischen Moment in der Reformationsgeschichte. Das ist auf vielen Gemälden dargestellt, in Filmen verfilmt worden, wie Luther sich auf dem Reichstag in Worms vor dem Kaiser verantwortet hat. Hier kommt es sozusagen zum Showdown. Wie ist das gekommen? Es hat sich lange und langsam angebahnt. Wir hatten gesehen, dass nach dem Thesenanschlag im Oktober 1517 eine lange Zeit erstmal verging, bis Luther der Prozess gemacht wurde. Das hing damit zusammen, dass der Kaiser gestorben war, ein neuer Kaiser erst gewählt werden musste. Da gab es viel zu taktieren, viel Diplomatie. Und so hatte Luther Zeit, um seine Lehre weiter auszuformen, sich selber manches klarer zu machen, viele Schriften zu schreiben, die drei reformatorischen Hauptschriften, bis dann irgendwann Kirche und Kaiser langsam aktiv wurden. Erst im Juni 1520 hat der Papst eine offizielle Androhung des Kirchenbanns über Luther erlassen. Er hat gesagt, dass also Luther aus der Kirche ausgeschlossen wird, sehr wahrscheinlich. Also man hat seine Schriften untersucht, man hat 40 Lehrsätze gefunden, die als Ketzerei verurteilt worden sind. Und so hat man Luther aufgefordert, gnädigerweise, er könne seine Irrlehren noch widerrufen und man gibt ihm dafür 60 Tage Zeit. Im Sommer 1520 ergeht dieses Urteil, das wird dann aber erst rechtskräftig, wenn Luther selbst diese Urkunde zugestellt ist. Das war erst im Oktober der Fall, da hat er quasi das Einschreiben quittiert und dann hat er also jetzt noch 60 Tage Zeit bis Anfang 1521, um sich das nochmal zu überlegen. Luther aber hat keinerlei Absichten, da zu widerrufen. Ihm ist inzwischen klar, dass das Papsttum der Antichrist ist und deswegen ja, dreht er den Spieß um und sagt, eigentlich müsste nicht er aus der Kirche ausgeschlossen sein, sondern eigentlich müsste der Papst aus der Kirche ausgeschlossen werden. Und folgerichtig kommt es zu einem symbolischen Schritt. Am 10. Dezember 1521 versammelt sich Luther mit einigen Professoren und Studenten in Wittenberg und sie machen einen Scheiterhaufen, zünden ein Feuer an und Luther schmeißt ein paar Exemplare des katholischen Kirchenrechts in dieses Feuer hinein und will damit deutlich machen, dass das katholische Recht eigentlich die große Irrlehre ist, was die Kirche alles für Rechtssätze aufgestellt hat. Und gleichzeitig schmeißt er diese Bann-Androhungsbulle ins Feuer mit hinein, so dass er sagt, das muss eigentlich vernichtet werden. Er zeigt sozusagen, dass er diese Bann-Androhung, dass ihm das keine Angst macht. Und er schreibt sogar noch eine Schrift hinterher, veröffentlicht die, warum er das katholische Kirchenrecht dort verbrannt hat. In der öffentlichen Wahrnehmung war diese Verbrennung der Bann-Androhungsbulle das Entscheidende. Für Luther selbst war es eher, dass das grundsätzliche katholische Kirchenrecht für ihn nicht mehr gilt. Es folgte jedenfalls dann am 3. Januar 1521 die offizielle Verbannung Luthers. Das heißt, der Papst spricht den Bann aus über Luther. Er ist jetzt offiziell aus der römisch-katholischen sichtbaren Kirche ausgeschlossen. Damit ist er vom Heil ausgeschlossen. Normalerweise hieß das damals im 16. Jahrhundert, dass man damit auch die Bürgerrechte verloren hat. Jeder, der ein normaler Bürger sein wollte, der Rechte haben wollte, der musste Mitglied der Kirche sein. Jetzt ist Luther aus der Kirche ausgeschlossen. Das heißt, eigentlich müsste jetzt die weltliche Gewalt der Kaiser auch aussprechen, dass Luther geächtet ist, das heißt, dass er ausgeliefert werden muss dem Gericht für die Todesstrafe. Aber Friedrich der Weise,
der Schutzherr von Martin Luther hatte dem Kaiser im Zusammenhang mit der Kaiserwahl und allem drum und dran schon im Vorfeld das Versprechen abgerungen, dass ein deutscher Bürger nicht ohne ein ordentliches Rechtsverfahren verurteilt werden könne. Also müsste auch Luther ordentlich angehört werden und ordentlich verurteilt werden. Der Kaiser Karl V. ist gnädig, er macht das Spiel mit, obwohl er Luther schon als Unruhestifter hasst. Und er sagt, okay, ich gebe ihm freies Geleit. Er darf zum nächsten Reichstag kommen, nach Worms, und dort werden wir uns mit ihm beschäftigen und dort werden wir ihn ordentlich verurteilen. Auf die paar Monate kommt es jetzt auch nicht mehr an. Der Reichstag, diese Verhandlung sollte am 17. 18. April in Worms stattfinden. Luther macht sich auf den Weg am 2. April. Er bekommt von der Wittenberger Stadt 3 Pferde und eine Kutsche und Geld, Marschverpflegung. Er braucht 14 Tage, bis er in Worms ankommt, und diese Fahrt, die wird ein Triumphzug durch Deutschland. Luther ist inzwischen so bekannt, dass er überall von begeisterten Menschenmassen empfangen wird, auch von Stadträten und so. Die Deutschen sind begeistert. Und die römische Kirche macht sich langsam Sorgen. Es gibt Statements von Kirchenoberen, die sagen, boah, wenn man sich das in Deutschland anguckt, 90% aller Deutschen sind für Luther und die restlichen 10% sind auf jeden Fall gegen die römisch-katholische Kirche. So war ungefähr die Stimmung. Ja, man wusste kaum, wie man dem Herr werden sollte. Luther kommt also in Worms an. Am 16. April und am 17. April soll er sich dann um 18 Uhr abends in einem großen Saal im Bischofspalast vor dem Kaiser verantworten. Der Kaiser, Karl V., ein junger Mann, konnte wohl kaum Deutsch. Er sprach eigentlich Französisch und Niederländisch und Latein. Seine eigentliche Sprache war Französisch. Und konnte wohl nur gebrochen Deutsch, musste sich wahrscheinlich vieles hier übersetzen lassen. Luther wurde auch teilweise aufgefordert, seine Reden nicht nur in Deutsch, sondern auch in Latein zu halten. Der Kaiser und die päpstlichen Gesandten hatten eigentlich erwartet, dass Luther einfach nur kommen müsste und erklären müsste, ob er seine Schriften widerrufe. So war dann der Aufbau. Ein Moderator oder so, Johannes von der Ecken hieß der, der baute die Schriften Luthers auf einem Tisch auf, ungefähr 20 Schriften wurden da hingelegt und er wurde gefragt, diese Schriften, sind die alle von dir und widerrufst du sie? Dann rief jemand aus dem Publikum, ja, was sind denn da überhaupt für Schriften? Musste das nochmal alles vorgelesen werden, welche Schriften da lagen. Und dann war Luther dran und er war wohl etwas überrascht, dass die Frage nur lautet, widerruft er, und dass jetzt nicht über inhaltliche Fragen diskutiert wird. Das hat ihn sowieso die ganze Zeit in diesen Jahren des Konflikts mit der katholischen Kirche immer genervt, dass kaum jemand mal mit ihm inhaltlich diskutieren wollte über biblische Fragen, über theologische Argumente, sondern dass ihm immer nur gesagt wurde, es geht gar nicht hier um Argumente, wir wissen sowieso, dass du alles falsch siehst, du musst einfach widerrufen. Also wer schon mal selber in so einer Situation war, dass er sozusagen angeklagt war, was falsch zu machen und irgendwie ja, Schwierigkeiten zu kriegen, der weiß, wie schlimm das ist, wenn man nicht argumentieren darf, sondern einfach nur vor dem Widerruf gestellt wird. Luther sagt, ja, die Schriften, die sind alle von mir, aber wenn ich jetzt wirklich sagen soll, ob ich widerrufen soll, dann brauche ich noch ein bisschen Bedenkzeit, das überrascht mich jetzt. Der Kaiser ist wieder mal gnädig und er lässt ihm ausrichten, gut, du hast Bedenkzeit, aber nur einen Tag. Morgen wirst du hier endlich widerrufen. Luther kommt am nächsten Tag, dem 18. April 1521, wieder vor die versammelte Menge. Ein paar hundert Leute sind da wohl zusammen, die Reichsfürsten
Also sozusagen wirklich die oberste High Society des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Da steht er als Mönch, als Theologieprofessor. Und er hat seine Antwort schriftlich vorbereitet, soll sie aber frei vortragen. Und das macht er dann auch. Und wir wissen, dass er sagte, gut, diese meine Schriften, die muss man erstmal in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe, das sind Schriften, die sind christliches Allgemeingut. Da stehen wahre Sachen drin, die jeder hier für wahr erklären würde. Die widersprechen der katholischen Lehre nicht und die widersprechen auch der Bibel nicht. Es ist allgemein christliches Glaubensgut. Wenn ich die widerrufen würde, dann würde ich unseren christlichen Glauben widerrufen. Die kann ich nicht widerrufen. Das zweite sagt er, sind Schriften gegen das Papsttum. Die kann er leider auch nicht widerrufen, weil das Papsttum tatsächlich ganz viel falsch gemacht hat und weil es vor allem Deutschland total geknechtet hat. Hier ein kluger Schachzug. Es ist ja eine Verhandlung in Deutschland vor den deutschen Reichsfürsten, vor dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und er gewinnt hier die deutschen Fürsten für sich, dass sie merken, Luther kritisiert hier eigentlich nur was, was wir schon lange auf dem Herzen haben in Deutschland, dass die katholische Kirche hier viel zu viel Macht hat in Deutschland und viel zu viel Geld aus Deutschland rausholt. Das ist tatsächlich ein dickes Ding, dass die deutschen Fürsten auch lange noch gezögert haben, sich wirklich gegen Luther zu wenden, weil eigentlich diese Argumente ganz auf ihrer Linie lagen. Das dritte, sagt Luther, das sind Schriften gegen einzelne Papstanhänger. Da hat er wohl, ja, er gibt zu, er hat da ab und zu mal einen scharfen Ton, zu scharfen Ton angeschlagen. Aber inhaltlich würde er sagen, steht da auch nichts Falsches drin. Also er kann auch diese dritte Gruppe von Schriften nicht widerrufen. Summa summarum, 1, 2, 3, alle verschiedenen Arten von Schriften sind eigentlich in Ordnung. Gut, dann hält der Johannes von der Ecken eine Gegenrede und bittet Luther jetzt nochmal eine eindeutige Antwort zu geben. Will er jetzt widerrufen oder will er nicht? Und da kommt jetzt Luthers berühmter Schlussabschnitt seiner Rede, die er da gehalten hat, die ist mitprotokolliert worden und die lautete so. Weil denn seine Majestät und die Herrschaften es verlangen, will ich eine schlichte Antwort geben, die weder Hörner noch Zähne hat. Wenn ich nicht durch das Zeugnis der Heiligen Schrift oder vernünftige Gründe überwunden werde. Denn weder dem Papst noch den Konzilien allein vermag ich zu glauben, da es feststeht, dass sie wiederholt geirrt und sich selbst widersprochen haben. So halte ich mich überwunden durch die Schrift, auf die ich mich gestützt habe, so ist mein Gewissen gefangen im Wort Gottes und darum kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln weder sicher noch lauter ist. Gott helfe mir. Amen. Dass er auch noch gesagt haben soll, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Das ist wohl eine spätere Legende, die sehr schnell schon danach aufkam, aber man ist sich heute wohl sicher, dass er nur die Schlusssätze Gott helfe mir, Amen, wirklich gesagt haben soll. Er hat also deutlich gesagt, ich kann und will nichts widerrufen, weil er sich im Gewissen gebunden fühlt an die Heilige Schrift. Und an vernünftige Gründe. Es sind beides für ihn wichtig, Vernunft und Bibel, auf die er sich beruft. Und danach löst sich die Versammlung ziemlich schnell auf. Es gab noch Nachverhandlungen, so noch mal eine Woche, wo noch mal versucht wurde, irgendwelche Kompromisse zu finden. Es war dann aber ergebnislos. Und der Kaiser sichert ihm dann tatsächlich zu, noch 3 Wochen sicheres Geleit, freies Geleit wieder nach Hause. Er wollte nicht den Fehler machen, den Kaiser Sigismund 1415 mit Jan Hus gemacht hatte, freies
freies Geleit, ich als Kaiser verspreche dir das. Und dann wird der Jan Hus doch eben verbrannt auf dem Scheiterhaufen in Konstanz. Den Fehler machte Karl V. nicht. Er ist nett, er will sich an alle Rechtsformen halten, er sichert ihm freies Geleit zu, mit kaiserlichem Schutz. Aber während Luther noch unterwegs ist, unterschreibt Karl V. sozusagen die Ächtung. Er verhängt die Reichsacht mit einem Schriftstück, das nennt man das Wormser Edikt. Es ist datiert auf den 8. Mai 1521. Da hat der Kaiser das sozusagen offiziell unterzeichnet, dass dieses Schriftstück ausgestellt wird. Es war dann wirklich erst fertig am 25. Mai, aber seit dem 8. Mai wurde es dann auf den 8. Mai rückdatiert. In diesem Wormser Edikt steht, dass Luther verurteilt ist, dass er geächtet ist. Das heißt, er ist vogelfrei, das heißt, jeder darf mit ihm machen, was er will. Jeder darf ihn oder soll ihn ausliefern, falls er ihn findet. Keiner darf ihn beherbergen, keiner darf ihn schützen, keiner darf ihn unterstützen. Keiner darf noch nicht mal, man darf noch nicht mal Schriften von ihm besitzen oder verbreiten. Wer sich als Anhänger von Martin Luther outet, dem verfällt sofort auch der Reichsacht. Und damit sozusagen spricht er sein eigenes Todesurteil. Also man könnte sagen, Luther hat den Prozess verloren. Er hat nicht widerrufen und der Kaiser hat jetzt keine Gnade walten lassen. Luther ist jetzt geächtet und in dem Sinne hängt das Schwert über ihm. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann ihn jemand findet, ausliefert und Luther endgültig hingerichtet wird. Das ist jetzt eine ganz brenzlige Situation. Und es ist die große Frage, wer hat hier eigentlich verloren auf dem Reichstag in Worms? Hat Luther verloren, weil er im Prozess dann verurteilt worden ist? Oder hat der Kaiser verloren, weil er Luther nicht zum Widerruf bewegen konnte? Es ist auf jeden Fall ein mutiges Ereignis, dass Martin Luther es wagt, hier dem Kaiser die Stirn zu bieten, nicht zu widerrufen. Einfach aus der Bindung an sein Gewissen, an das Wort Gottes, an vernünftige Gründe. Und das zeigt, welches Selbstbewusstsein im Glauben Martin Luther hatte. Damit ist er eine Inspiration geworden für viele, die es ihm dann später nachgetan haben. Aber es gilt jetzt das Wormser Edikt. Und für die nächsten 20, 30 Jahre wird es auf jedem Reichstag immer wieder darum gehen, müssen wir nicht endlich das Wormser Edikt durchsetzen? Wieso lebt dieser Luther immer noch? Eigentlich hätte er 1521 hingerichtet werden müssen. Wie ihr schon wisst, stirbt Luther erst 25 Jahre später eines natürlichen Todes. Das heißt, dieses Wormser Edikt, das eigentlich das Todesurteil über Luther gesprochen hat, war am Ende, im Nachhinein gesehen, doch wirkungslos. Luther ist nie hingerichtet worden. Der Beschluss wurde nie ausgeführt. Woran lag das? Man könnte heute sagen, aus christlicher Sicht, aus evangelischer Sicht, würde man sagen, Gott hat seine Hand über Luther gehalten. Durch viele Wunder hindurch blieb Luther am Leben, weil Gott mit ihm was vorhatte. Wenn man es versucht, geschichtlich zu erklären, innerweltlich, kausal, dann könnte man sagen, es lag an einer politischen Konstellation. Zum einen haben sich Kaiser und Papst nie so richtig verstanden, sodass sie mal richtig gemeinsame Sache gegen Luther gemacht haben. Immer hatte der eine was gegen den anderen. Dann hat sich auch der Kaiser mit den Franzosen nicht richtig verstanden. Und damit war die katholische Welt in Europa sowieso gespalten. Das katholische Frankreich mit dem katholischen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation waren sich auch nicht einig. Und vielleicht, wenn sie sich zusammengetan hätten, hätten sie mehr Macht gehabt gegen Luther. Zudem waren dann immer wieder auch die Türken auf dem Plan und man musste zusammenhalten, um einen gemeinsamen Feind, die Türken, um sich gegen sie zu wehren. Die standen 1529 dann vor Wien, ganz oft in der Reformationsgeschichte war man kurz davor, endlich gegen Luther was zu machen und dann kamen wieder die Türken. Man musste gegen die kämpfen.
Tja, und die deutschen Fürsten, die hielten es sowieso insgeheim mit Luther, viele jedenfalls, und fanden das gar nicht schlecht, dass da endlich mal einer den Mut hatte, das zu sagen, was sie selber sich kaum getraut haben zu sagen, Kritik gegen die Kirche und gegen die Herrschaft des Kaisers. Sie waren eigentlich am Tod Luthers wenig interessiert und haben gesagt, meinetwegen darf der gerne noch weitere Schriften ins Land setzen. Der sagt wenigstens mal was, was schon längst hätte gesagt werden müssen. Luther fährt also mit seiner Kutsche wieder zurück Richtung Kursachsen, über Frankfurt, Friedberg und so geht es dann Richtung Thüringen. Und keiner wusste, wie es mit ihm weitergeht. Die Welt hielt den Atem an. Und man wusste, die Frist läuft ab. Wird Luther überhaupt ankommen in Wittenberg? Wird der Kaiser sein freies Geleit, seine freie Geleitszusage einhalten? Wie lange geht das noch gut mit Luther oder wird er schon bald ausgeliefert, ermordet oder hingerichtet? Es sah wirklich nicht gut aus für Martin Luther im Mai 1521.